Ja, hallo Freunde des Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition. So, jetzt geht hier weiter. Und jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt noch hier so halt passiert. Auf jeden Fall. Ein versunkener Tempel der Peraia. Okay. Na gut. Gucken wir mal hier rein. Aber ich gehe mal runter. Halt, das nehme ich natürlich mit. Und... Was? Was für ein Ding? Aus, aus? Da ist... Ist das da oben? Jo. Dann werde ich doch mal da hingehen erstmal. Ach, ne, geht gar nicht. Haha. Gut, dann... Was kommt jetzt? Er stand da, klatschnass und schimpfend, während sein Boot ohne ihn in Trümmern den Eridanos herabtrieb. Ich würde alles geben, um zu sehen, wie dieser dumme Sterbliche das Elysion auf einer Feluke verlassen will. Hast du in letzter Zeit meine Mutter besucht und sie von mir gegrüßt? Immer. Demeter lässt dich auch von Herzen grüßen. Nun, ich sollte zurück. Das Elysion regiert sich nicht von allein. Aber halte nach mir Ausschau. Ich spüre, dass sich im Paradies Ärger zusammenbraut. Ja, das ist wahr. Ich dachte schon, du würdest nie kommen. Du darfst keine Zeit vergeuden, wenn du Persephones Kontrolle über das Tor zur Unterwelt brechen willst. Ich... Hast du geglaubt, es würde sich nicht herumsprechen, dass du gemeinsame Sache mit Elysions Schönling Adonis machst? Ist das so? Unglücklicherweise gelangt niemand durch das Tor zur Unterwelt ohne Persephones Genehmigung. Und die hat sie noch nie erteilt. Niemals. Zu deinem Glück bin ich als Göttin der Kreuzungen und Schlüssel sozusagen eine Spezialistin für versperrte Tore. Willst du sagen, du kannst mich durch dieses Tor bringen? Ich sage, ich kann dir helfen, Persephone zu umgehen. Mhm. Was springt für dich dabei raus? Das hast du mir noch nicht gesagt. Ich verlange kein blindes Vertrauen. Ich zeige dir, dass wir dieselben Ziele haben. Damit kannst du die Tür zu Persephones geheimen Heiligtum öffnen. Dort bewahrt sie ihre intimsten Besitztümer auf. Weit weg von ihrem Gatten. Unter ihren Schätzen sollen sich Aufzeichnungen befinden. Informationen zu dem Tor, die du dringend brauchst. Bring sie mir so schnell du kannst. Ich glaube, ich habe die Tür gesehen, von der du sprachst. Und nun wirst du sie öffnen können. Ich hol die Aufzeichnungen. Je eher ich sie habe, desto eher kannst du hoffen, das Elysion zu verlassen. Verschwende keine Zeit. Okay, das ist... Entschuldigense, Leute. Also, ja, also Göttin hoch 3. So, dann wollen wir mal hier hoch und... Ah, sie hat uns den Schlüssel gegeben. Ja gut, die Tür... Moment, wo ist denn jetzt... da. Ja, hoppla, hoppla. So. Und Synchro. Ja, wir müssen mal wahrscheinlich wieder zu Gaias Einkehr, wieder zurück da hinten. Ja, nehme ich mal an. Gaias Einkehr. Aber das kann ich doch anders besser machen. Hier müsste ich durch dieses Ding müsste ich ja wieder komplett zurück. Ja, das ist da. Warte mal eben, ich guck mal eben mit. Gaias Einkehr. Oh, da müsste ich ja hier komplett zurück, okay. Dann ist es wahrscheinlich... Moment, ich guck nach da, aber dahin muss ich. Gaias Einkehr, genau. Na gut, komm, wir gehen runter. Ich kann jetzt rumdoktern, wie ich will. Und... Ja, endlich kann ich in die Tür. Ja, irgendwie musste ja ein Schlüssel zu finden sein. Oder man bekommt den. Ja, hatten wir ja schon mal so eine Tür auf der Vulkaninsel. Moment. Habe ich da irgendwas?
Nee, habe ich nicht. Muss ich ja irgendwas haben. Also den Schlüssel hatten wir ja schon mal hier. Moment, wo war das? Ja, genau. Jetzt komme ich nicht drauf. Eindeutig komme ich nicht drauf. Die Tür auf der Vulkaninsel. Genau, richtig, ja. Da mussten wir ja auch diesen Schlüssel kriegen. Wo viele Leute gesagt haben, das gilt nicht, den Schlüssel gibt's nicht. Und dann, ja. Habe ich alles gelesen? Ja. So. Zack. Jetzt bin ich mal gespannt. Hallo? Da. Gut, meine Güte, ist das duster hier. Ja, Jemen, ja, so, hier vorne links müsste die doch sein, ne, oder? Nee. Wo ist denn diese Tür? Ah ja, jetzt muss ich mich durch das ganze Dingen. Warte mal, gucken wir mal. Ne, hier geht's auch nicht. Okay, ja, das wird eine Suche wieder. Oh, ich verlaufe mich doch in der Telefonzelle. Herrgott, nochmal. Da gehen mir die mehr so. So ein Ding. Ja, da ist was im Weg. Okay. So. Nein, nein. Nee. Oh, schon runter hier. Warte mal, geht er da so? Ja, ging so. Okay. Zack. Ich kann es nicht versprechen, dass ich das jetzt hier finde, ganz ehrlich. Ah, da ist es schon. Wuhu. Yes, ich bin noch ein Killer, oder? Ja. Also könnt ihr schon mal hier 23 Daumen nach oben. So, die Tür geht auf. Mit einem Geldbeutel. Kriegt man die Tür auf. Okay. Bin ich jetzt auf der anderen Seite, oder? Ja, doch. Na, muss ja. Ja, bin ich. Warte mal, ich mach mal hier ein. Hier ist ja gar nichts. Okay. Ah, was haben wir denn da? So, Brief aus Persephones Heiligtum. Persephone, was mehr soll ich sagen, als dass ich dich vermisse und auf ewig lieben werde? Demeter. Gut. Okay. Ah, da. Die Aufzeichnungen sind unvollständig. Hoffentlich will Hekate sie trotzdem. Aha. Und das war's. Wie wichtig waren denn jetzt die Aufzeichnungen und die beiden? Irgendwas muss doch hier passieren. Ja, ne, ey, das sind zwei Dinger, hallo? Aber gut, jetzt ein bisschen, jetzt stehe ich wieder wie in Ochs vom Berge und weiß nicht, wie ich rüberkomme. Ja, wahrscheinlich. Ja, muss ich wohl. Geht wohl nicht anders. Achso, ui, sorry. Habe ich, okay, dann gehen wir jetzt hier raus. Moment, ich kann ja jetzt dahin zurückreisen. Ja, sicher. Ich habe doch den Schnellreisepunkt da oben. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Wieso? Da ist nichts mehr, glaube mir. Da ist nichts mehr. Genau. Ich nehme euch... Kann ich nicht? Okay. Bin ja wieder in einer Danger Zone. Ja, er liegt immer noch da und verrottet. So. Zack. Und ja, komm. Ich würge euch wieder ab. Sagen wir bis gleich.
Da sind wir wieder. Schneller als gedacht. So, komm, jetzt gehen wir hier runter. Hui. Jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass hier... Nö, alles gut. Ob die es ehrlich meint oder wirklich... So, ihr, reden. Ich weiß nicht, wie mir Persephones Aufzeichnungen helfen sollen, das Tor zur Unterwelt zu öffnen, aber hier sind sie. Persephones Aufzeichnungen helfen uns nicht weiter. Die Aufzeichnungen, die dem Schmied des Tores gehörten, da ging die schon. Ah ja, logisch. Da steht ja die... Ich nehme mal... Schmied. Hephaistos. Das steht hier nicht. Anscheinend wurden viele Seiten herausgerissen. Und nun sei still, während ich lese. Malakka. Tja, das war äußerst erhellend. Und? Was steht drin? Wie ungeduldig. Der Standort des Tores wird nicht genannt. Aber solange Persephone das Elysion kontrolliert, brauchst du ohnehin ihre Erlaubnis, um es zu durchschreiten. Und die bekommst du nie. Verliert sie die Kontrolle über das Elysion? Dann verliert sie die Kontrolle über das Tor. Du musst ihren Einfluss schwächen, wo immer du kannst. Und wie genau soll ich das anstellen? Dein Bündnis mit Adonis ist ein guter Anfang. Seine direkte Taktik ist ein wenig zu durchschaubar. Aber mit der Zeit wird er Persephones Streitkräfte zermürben. Was ist mit unserem Bund? Was ist deine Aufgabe? Ich kenne alle Schwächen Persephones und ich werde sie dir offenbaren, wenn die Zeit gekommen ist. Tja. Bis dahin solltest du deine Zeit mit Persephones Schoßhund Hermes weise nutzen. Lerne den Umgang mit dem Star. Du wirst eine göttliche Waffe im Land der Götter gut gebrauchen können. Okay. Also sollte ich vielleicht doch den Stab, ne, ausrüsten. Plötzlich neu. Ja, klasse. Alter, plötzlich neu. Mehrere Quests angenommen oder so? Oh, wir stehen kurz vorm Level-Up. So, ich glaube, ich sollte den... Ne, brauche ich ja jetzt noch nicht. Aber den Umgang... Weißt du was, ich mach das doch mal. Ich rüste den mal aus. Ich weiß zwar jetzt nicht... Was habe ich denn hier... Ja, das sind alles gute Waffen. Da Dolch. Schaden gegen Iso. Hallo, also das ist, ne? Wo habe ich den Stab? Den Speer, nicht den Stab. Was haben wir da? Genau, den rüste ich mal aus. Und jetzt habe ich ihn ausgerüstet. So. Quest. Quest. Pferdestärke. Wo muss ich denn dafür hin? Gucken wir mal. Also hier muss ich auf jeden Fall noch hoch. Da brauche ich nicht hin. Da nicht, da nicht. Wo ist denn? Ach da, da kommen wir ja noch gar nicht hin. Da kommen wir noch gar nicht hin. In den Hades mit ihnen. Ja. So, lassen wir das Ding hier mal walten und jetzt Anführer. Okay, müssen wir hier hin. Gut, wo ist das? Da. Haben wir hier irgendwas, was ich gebrauchen könnte? Nö. Ey, dass man hier keine epischen Waffen findet, das ist ein bisschen, naja, macht mich ein bisschen konfus. Konfus, ja, richtig, genau. Ein wenig durcheinander, bin ich ja so oder so. Aber wie gesagt, das ist... Da ist das. Ich weiß ja nicht, ob da welche sind... Mal eben. Ja, ich muss da hoch. Hilft ja alles nichts. So, dann teleportieren wir uns mal. Ja, das ist echt geil. Das hätten sie doch im Spiel auch machen können. Schupp, teleportiert. Jupp.
eine befindet sich in... Achso, okay. So, was haben wir denn hier? Was ist das hier? Ganz da oben ist das, okay. Dann werde ich erstmal ganz da hoch. Schwuppdiwupp. Los, Krixel. Iphigenes. Iphinegeias. Anwesen. Okay. Nee, noch ist alles gut. Noch ist alles gut. Okay. So, nächste Synchronisation. Haben wir hier zufällig einen... Ach, da unten sehe ich schon. Hm. Ich weiß nicht, ob wir da rein dürfen und ich bräuchte einen Schmied. Ja. Ach, guck mal, da haben wir auch eine. Da oben haben wir auch eine Marmorfigur. Ich gucke jetzt mal eben. Ich will jetzt mal... Aha, dürfen wir also nicht. Nein, wir dürfen da nicht sein. Da ist auch kein Schmied. Warte mal, machen wir mal länger. Wow! Die Geopferte. Ah ja, die müssen wir ja ausschalten. Das ist dann die zweite. Halt. Na? Okay. Wow, alter Falter. Wie viel sind denn hier noch? Sag mal, geht's euch noch gut? Den ist doch echt schlecht, oder? Okay. Da ist das. Mache ich das zuerst? Ja, würde ich sagen, ne? Dann im Grunde genommen geht ja der Einfluss dadurch weiter verloren. Die erschrecken sich gar nicht. Nö. Na gut. Dann gehen wir jetzt mal hier hoch und. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Nee, nee, das ist richtig. Ja, komm hier hin, das ist gut so. Gedeckt. Da drüben liegt doch jemand. Nie und nimmer liegt da jemand. Ja, das ist, er macht nicht viel Schaden. Na! So, der dürfte erledigt sein. Ja. Und dann gehen wir jetzt mal. Die Kolosse dürften normalerweise nicht alarmiert sein. Nein, aufheben nicht. Auch nicht. Aber hier ist was. Okidoki. So, die Marmorjungfer haben wir erledigt. Das ist schon mal gut. Ja, wenn ich nicht unbedingt die Kolosse wecken will, dann muss ich das so machen. Tja. Okay. Mal von der Seite hier ran. Ja, scheiße, hier sind so viele Leute, ey. Ja. Irgendwo hin.
Ach so, das ist. Naja, nee, nee. Oh. Okay, das passt nicht. Nee, das passt nicht. Ich könnte das wegmachen. So. Jetzt sind die natürlich in. Nee, noch nicht mal in Aufruhr. Okay. Doch, sie ist ja da. Ja. So, der ist erledigt. Kommt der jetzt hier runter? Der Klappspaten? Ja, dann sieht so aus. Wisst doch, wie es ist. Scheiße. Hier in die Ecke dürfte normalerweise nicht das Problem sein. Nee, eigentlich nicht. Okay. Oh, da hinten steht einer. Ja, hat geklappt. Okay. Naja. Der könnte mich sehen, aber... Nee, doch nicht. Alles gut. Wie sieht das aus? Kann ich den wegholen? Schon. Das wird jetzt langsam hier voll. Ja, das wird langsam voll hier. Gar nichts im Grunde genommen. Ja, doch, allerhand. Die Ecke ist hier frei. Oh, oh. Okay. Na? So, das passt. So, dann gehen wir mal hier weiter. Kriegen wir schon irgendwie geregelt. Okay. Ich muss echt aufpassen, dass mich hier keine... alle um den Arsch hab, dann Mahlzeit. Die quatschen da unten. Okay. Der steht genau richtig.
Jawohl. Oh, der ist immer noch nicht tot. Das ist schlecht. Halt. Gar nichts. Du wirst überhaupt nichts genießen. Ja, wo bin ich? Hi, Tutai. Ist das ein Kolossus? Jo. Also geht doch. Auch mit dem Kolossus. Ja. Oh oh. Aber das ist kein Kolossus. Nee. Na komm. Ich seh nix. Ei. So. Nee, die kommen nicht von da hinten, die kommen von hier. Schon, dass das hier ganz ordentlich aussieht. Na komm schon. So, lass den Scheiß jetzt hier liegen. Genau. Die wissen nicht ehnen. Halleluja. Da ist eins drin. Okay, dann muss ich hier rein, ne? Nee. Oh Mann, wie komme ich denn jetzt da rein? Okay. Aber eins muss ich noch mal eben machen. Ich habe es gerade gesehen, das habe ich nämlich noch nicht gemacht. So. Zack. Okay. Da drin. Auch nicht. Doch da, siehst du? Schwuppdiwupp. Was? Auch nicht. Kann ich mal hier irgendwo rein? Da, guck mal. Da muss ich ja, geht ja nicht anders. Oh, Wahnsinnswettebeute. So, ja. Gute Sache. Jo. Achso, warum gehe ich nicht einfach hier raus? So. Die muss ich von hinten angreifen. Oh. Der steht ganz gut da. Okay.
nach meinem Anwesen? Ich werde die Karte in den Kaffee bringen. Du wirst gar nichts, wirst du. Reicht das? Warte. Oh, oh. Aber jetzt. Das müsste reichen. Komm. Jawohl. Ich kann diese Axt besser gebrauchen. Mhm. Auf jeden Fall. Aber ob das diese Axt ist. Plündere elysische Reichtümer. Okay, habe ich getan. Ja, ist kacke. Müssen wir mal weiter. Und immer weiter. Hm. Okay. Gehen wir mal hier rein. Was ist das denn da noch? Ach so, da muss ich daher. Okay. Oh, halt. Jetzt weiß ich nicht, ob der hier hinkommt. Vor allen Dingen beide. Das wäre gar nicht so gesund. Nee. Hin. Das ist schon mal gut. Dann mache ich jetzt mal eins. Komm hoch hier. Bin ich, du Trottel. Hier oben bin ich. Nein, nein. Wow. Wow. Hier. Ah, ah. Wo bist du? Dann komm doch da runter. So, zack, mal eben aufgefüllt. So, haben wir durchsucht. Im Grunde genommen ist jetzt hier alles erledigt. Nur noch da unten das bisschen hier und dann dürfte das erledigt sein, nach meinem Empfinden. Ja, nein, Fackel des Hypnos zerstören. Okay, da ist noch ein, so eine Fackel. Wo fackelt die denn? Wo ist die? Die habe ich. Nee. Halt. Nein. Wo ist die denn? Ach, da ist sie. Ich sehe sie schon. Mann, ich habe sie gesehen. Wahnsinnig. Fette Beute. Ja. Ach so, okay. Zong, jetzt ist das hier erledigt. Ja, die zweite Schwester ist weg. Ja. Ist doch wunderbar. Muss ich ja sagen. 79. Was machst du denn da? Komm runter, 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 runter. So. 79. Geile Kiste.
Ja, Freunde, so, ihr seid jetzt dran mit den Daumen nach oben, drückt den Button für mich und hey, abonniert vielleicht gleich meinen Channel mit, schreibt mir Nachrichten, wie ihr das gemacht habt mit dem DLC. Manche haben es, manche auch nicht, aber egal, ich fände es geil, wenn ich euer Feedback kriegen würde und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye, bye.